kriegen wir dann auch die Geschichte Goodbye, von everyone. Walter. I can't believe I've been down here for 30 years. Seit 30 Jahren ist er da unten. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Okay, und wir müssen jetzt Dose aufmachen. But after a few days, I settled into a routine. Okay, wir ernähren That's what kept me sane. Uns von Dosenfutter. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Okay. But if you wait long enough, you get used to anything. Okay, und unsere Routine ist eigentlich jeden Tag hier eine Dose aufzumachen, zu essen. Wir müssen die jetzt auch aufmachen. Ich kann mich leider hier nicht weiter umschauen. Aber wir scheinen seit der Misere mit Barbara quasi im Keller zu wohnen. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Und wir ernähren uns irgendwie nur von Pfirsichen. And then one day, everything just stopped. Okay, wenn man jetzt mal auf den Kalender geachtet hat, es war 75, also 1975 meine ich, bis jetzt 2005 und es hat immer gerummelt und da war ein Monster vor der Tür, wie er vermutet hat. Und dieses Mal genau an dem jetzigen Tag, am 31. März, oder beziehungsweise, nee, 24, was ist das, 24. Weiß ich nicht, ob er die vorher abstreicht, ob wir jetzt den 25, auf jeden Fall, heute ist es nicht so. Und, naja, wir sind älter geworden, wir machen jetzt mal die Whatever Dose. That thing was, it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Okay, Walter hat also die ganze Zeit, oder Walter hat die ganze Zeit in Angst gelebt. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave, while I still can. Okay, und er war jetzt tatsächlich 30 Jahre im Keller. Und jetzt hat dieses, ich sag mal, Monster dann aufgegeben und jetzt entschließt er sich, wegzugehen, oder? Ja, dann schauen wir mal, wo wir hingehen. Ich glaube, 2005 ist auch das Datum, also das Jahr, wo er gestorben ist. Das heißt, hier ist dann gleich irgendwas schiefgegangen. 30 Jahre im Keller überlebt und dann, naja. Gehen wir nach draußen. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Okay, er weiß auch nicht genau, was Barbara Molly. Getötet hat. Molly. And Calvin. Calvin, genau. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Das ist so mega geil gemacht, Leute. So, er hatte sich im Keller wirklich eingebunkert. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Nach 30 Jahren, erste Mal nach draußen. Or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Entschuldigt, das ist eigentlich ist das gar nicht witzig, aber mal ganz ehrlich. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here.
Der Walter hat nach dem Vorfall mit seiner Schwester Barbara, ja gut, und Kelvin und Molly und sowas, 30 Jahre lang im Keller gewohnt, dieses Hauses. Und dann entschließt er sich dann irgendwann mal rauszugehen. Er hat sich ja wohl auch eingemauert oder sonst was. Entschließt er sich rauszugehen, latscht über Schienen und wundert sich plötzlich, dass dann zukommt. Ja, nee, ist klar. Gut, aber damit wissen wir, was Walter passiert ist. Wir nennen es jetzt einfach mal Unfall. So wie alles andere irgendwie. I'm sure my mom was trying to protect me. Okay, und ich, also wir, Edith, wurden beschützt. So, jetzt kann ich hier mal aufmachen. Wer hat denn die Blumen hier versorgt, wenn hier gar keiner mehr lebt? Die blühen so schön. Und wunderschönes Fenster, was nur aufgemalt ist. Oder Bild. Also er hat vorm Fenster hat er ein Bild mit einer wunderschönen Aussicht. Das heißt, er hat sich da wirklich, es ist ja, wir sind ja im Keller. Ja? Wir sind ja im Keller. Er hat sich das da wirklich irgendwie wohnlich hier drin gemacht. Boah, 30 Jahre hier wohnen. Alter Schwede. So, gut, dann werden wir jetzt mal hier rausgehen. Müssen wir aufpassen, dass uns nicht auch noch jetzt was passiert auf den, weil wir kommen ja jetzt dann auf den Bahngleisen aus. Gehe ich von aus. Nicht, dass da dann wieder ein Zug kommt. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Du sollst nach unten gehen, Mädel. Gehen. Nach unten. Okay, man muss nach oben drücken, um nach unten zu kommen. Alles klar. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Okay, wir wussten nichts von Walter, also Edith selber. I don't want to make the same mistakes she made. So, und hier ist Walter ja rausgegangen. Krass, dass hier immer noch Strom ist. So, und wir... Trying to bury something that's still alive. Wir wissen ja, wir werden jetzt auf den Bahnschienen auskommen. Now that there's only one of us left, or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. Okay, also sie selber wusste ja... But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Sie selber wusste nicht, bleib mal stehen, weil sonst kommt immer wieder irgendwas und ich möchte auch mal quatschen. Sie wusste selber halt nie was, was mit ihren Geschwistern bzw. Vorfahren alles passiert ist. Und sie ist jetzt alleine über, nachdem ihre Mom halt gestorben ist, oder zu zweit halt, weil sie ja, ne, hier, schwanger, sieht man nicht, ist dunkel. Und jetzt, we believed so much in a family curse, we made it real. Ja, und hier ist Walter gestorben. Oh, Walter. Ja, tragisch. Echt tragisch, was da alles so passiert ist, muss ich mal sagen. Aber halt auch irgendwie interessant. Eigentlich echt eine wunderschöne Gegend. Also hier am Meer zu wohnen. In der Natur, das hat schon was. I don't know if I should even be writing this. Ich bin gespannt, wir haben den... Moment, wir haben den Sam noch nicht. Wir haben den Sam noch nicht gefunden. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe im Haus. Weil wir jetzt irgendwie nach draußen kommen. Und Sven gibt's auch noch. Und sie wusste gar nicht, dass es einen Walter gibt. Maybe it'd be better if all this just died with me. Ja, und wer weiß, ob sie der Fluch dann nicht auch ereilt. Sie ist jetzt 17. But I thought you should know about your family.
Und sie macht das wohl für ihr ungeborenes Kind alles. Um das Kind aufzuklären. Nicht, dass wir am Ende jetzt aufsterben. Ich fürchte fast, dass das Kind die Mutter nicht kennenlernen wird. Okay, wo müssen wir hier her? Hier geht's nach oben. Hier geht's zu dem Steg. Immer einmal mal hier runter gucken. Da geht's ja wohl nicht weiter. Ist auch alles sehr morsch. Aber echt schön gemacht. So diese Küstengegend. Wirklich ganz, ganz toll. So. Aber wir können jetzt nach oben. Nach da hinten geht es, glaube ich, auch noch. Gehen wir mal einmal kurz nach da hinten, bevor wir nach oben gehen. Eben schauen, was es hier noch so gibt. Offensichtlich nichts. Aber hier kann man, glaube ich, nur einmal rumgehen. Nee, auch nicht. Okay. Okay, dann gehen wir nach oben. Ich gehe ja schon. Ich habe echt die ganze Zeit Angst, dass wir irgendwas verpasst haben oder so. Weil es ja doch mehr oder weniger nach Reihenfolge geht. Sind das Solarlampen? Die haben alle so einen Solarchip oben drauf. Deshalb ist hier draußen dann auch Strom. Hier ist jetzt natürlich wieder dunkel. Hätte man die Lämpchen auch noch hier weitermachen können. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. So, hier können wir aufmachen und wir gehen jetzt zurück zum Haus. Wir sind ja auch gar nicht durch den Vordereingang gekommen, sondern irgendwie doch irgendwie durch eine Katzenklappe ganz am Anfang. Und hier war das, hier sind wir schon drüber geklettert. Ich glaube, hier sind die Bäume, oder? Wo die Molly, da ist das Baumhaus, wo die Molly rübergesprungen ist. Hier ist die Schaukel von dem, wo der Kelvin gestürzt ist. Und da unten direkt ist der Walter gestorben. Also ich weiß nicht, ob das nicht doch Zusammenhänge mit dem Ort hier ergibt am Ende. Hier ist alles dunkel, hier seht nichts. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Das ist aber auch eine doofe Aussage, muss ich sagen. Ich meine, du bist eine Familie, du kriegst ein Kind und auch hier die Edith kriegt ja ein Kind und du wächst schon oder du bist automatisch in dem Glauben, dass ja, ich nenne es jetzt mal Fluch, auf der Familie liegt, dass die Kinder relativ früh sterben und dass irgendein Unglück passieren wird. Und sie sagte, es ist eigentlich schon normal, dass man mit dem Tod aufwächst. Es ist eigentlich schon traurig, obwohl sie ja jetzt weggegangen ist, ne? What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Okay. Also wir kommen jetzt, was? Haben die einen eigenen Friedhof? Kommen wir zu einem Friedhof? Das ist ja auch ein bisschen... It's embarrassing for me to admit this, but... The pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Okay, wir haben hier einen Tierfriedhof und einen Menschenfriedhof. Christopher, Shadow, Oliver, Schatzi, Bob. Ist klar. Three of the gerbils are mine and two had been my fault. Hm. Oh, und Leute. Leute, ich muss euch leider sagen, seht ihr, wer da noch mitliegt in der Mitte? Ist ja mal ein Zufall. Was war das? Ein Hund oder ein... Wer war Charlie? Coco, Daisy, Lucy. Hier vorne waren wahrscheinlich alles Rennmäuse. Zoe, Coco, Taki. Also Charlie war vielleicht
Ein Hund oder eine Katze oder so. Also hier liegen auf jeden Fall die Haustiere. Die haben, hat der Fluch auch ereilt. Die sind auch alle nicht unbedingt alt geworden. Weiß ich nicht, Schatzi. Ich gehe mal davon aus, da ist ein Hase und eine Katze und ein Hund. Bob war ein Hund. Hier Christopher war der Goldfisch. Von der Molly. Vielleicht. Oder was ist das? Irgendwie kam ich jetzt da drauf wegen dem Hai. Weil wir ja auch ein Hai waren. Aber wir waren ja auch ein Hase und eine Katze. Ein Hund waren wir jetzt nicht bei der Molly. Und da habe ich vielleicht... Waren das jetzt die falschen Zusammenhänge? Ja, gut. Ach so, hier. Da ist ein Lucy war ein Hund. Das ist... So, und Charlie war eine Katze, okay? Alles klar. So, wir haben also... Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Und hier liegen die Kinder. Oha. Molly, Kelvin, Sven, Edie Finch, Walter Finch, Barbara Finch. Sam, wo ist denn Sam? Sam liegt hier gar nicht. Aber wir haben ja gehört, Sam war der Zwillingsbruder von Kelvin. Und keiner hat irgendwie groß über ihn gesprochen. Hat aber gelebt von 50 bis 83. Okay. So, Edie ist aber auch tot. Ist aber auch relativ alt geworden. Also die Eltern sind älter geworden. Die Eltern sind älter geworden. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ja, die Edie hat ja auch viel mitgemacht. So, und ich finde das schon ehrlich gesagt gruselig, dass man den eigenen Friedhof hinterm Haus hat. Erstmal von den Tieren und ich gehe jetzt fast davon aus. She could see it poking out of the water at low tide. Okay. Ich gehe mal davon aus, die Kinder liegen ja auch da, dass es hier noch weitere Gräber dann vielleicht gibt von den anderen Leuten. Oh, hier kann ich durchgucken. Dann wollen wir uns auch mal angucken, was es hier so alles gibt.